Okay, dann geht's jetzt los. Also es kam gerade nur noch ein Bild von mir mit ein bisschen Text, aber das kann auch später gezeigt werden. Gut, wir wollen mit unserer WinForm-Anwendung ins Web. Als möglichen Ausgangspunkt wäre das ein Szenario, dass Sie möglicherweise eine Anwendung haben, die so aussehen könnte. Das heißt, eine Anwendung, die mit Funktionalität und mit Controls vollgepackt ist und die halt auch schon sehr viele Personenjahre an Entwicklung hinter sich hat. Und Sie möchten diese Anwendung trotzdem weiterhin gerne im Web verwenden bzw. webfähig machen. Das war hier ein Beispiel von einem eigenen Produkt, was die Fächer GmbH web-enabled hat. Das ist ein Personalsoftware, wie man unschwer erkennen kann. Und nach einem entsprechenden Web-Enabling-Prozess, den ich gleich zeigen werde, und auch einem Redesign sieht die Anwendung jetzt so aus. Gewisse Konzepte vom Desktop wurden noch übernommen, um nicht den Benutzer komplett von neue Türen oder von neue Welten zu stellen. Von daher haben wir uns entschieden, die Rippenbar oben noch beizubehalten. Aber ansonsten wurde sie halt auch im Design und im Layout angepasst und mit neuen Icons versehen. Wie Sie sehen können an den entsprechenden Fakten und den Daten, die unten eingeblendet sind, handelt es sich hierbei um ein entsprechend oder ein etwas großes Projekt, was entsprechend mit 8000 Personentage kalkuliert war, wenn man es von Grund auf refactored hätte, und durch das Web-Enabling konnte man somit dann sehr viel Zeit sparen. Als weitere Probleme oder Herausforderungen, vor denen man sich stellt oder vor denen man steht, wenn man eine Fett-Client-Anwendung ins Web bringen möchte, wären zum Beispiel, dass man die großen Datenmengen handeln muss, dass man sich Gedanken darüber machen muss, ob Modalität im Web funktionieren kann, so wie man das im Desktop bisher kennt. Und wenn man ehrlich ist, die aktuelle Codebasis, auf der man arbeitet, weist meistens keine saubere Trennung der Schichten auf. Und somit ist es halt sicherlich vom Vorteil, einen einfachen Weg ins Web zu finden, anstatt alles neu schreiben zu müssen oder anzufangen, seine Anwendung auseinander zu dröseln, um die entsprechenden Layer einzuhalten. Als weiteres Problem, womit man sich auseinandersetzen muss, wenn man im Web oder in der WinForm-Anwendung ins Web bringen möchte, sind unter anderem halt die Statics. Bisher waren halt die Statics immer für den kompletten Prozess sichtbar. Wenn man jetzt eine Web-Anwendung hat, dann läuft die ja meistens, aktuell zumindest noch, auf einem IIS in einem Prozess, und somit würden sich die Statics, die man bisher verwendet hat, alle Sessions teilen. Das heißt, man muss einen Weg finden, sowohl Statics zu haben, aber diese entsprechend auch an eine Session zu binden. Weitere Herausforderungen im Web sind unter anderem halt Dateizugriffe. Man kann nicht einfach mehr auf C irgendwelche Sachen schreiben, da man sich im Web bzw. im Browser, in der Sandbox eines Browsers befindet und dann auch nur limitiert Zugriff hat auf die entsprechende, auf das Filesystem. Weiterhin muss betrachtet werden Registry-Zugriffe, die man jetzt auch umbauen muss, da man mehrere Benutzer unter einer Registry geht nicht. Das heißt, es müssen Wege gefunden werden, dies zum Beispiel auf einer Datenbank zu persistieren. Weitere Herausforderungen für das Web-Enabling wären die Unterstützung von Dritthersteller-Controls. Sicherlich haben sich über die Jahre hinweg verschiedene Dritthersteller-Controls in ihre WinForm-Anwendungen haben da Platz gefunden, und diese wollen Sie natürlich möglicherweise auch gerne mit ins Web bringen. Das heißt, da muss man auch überlegen, wie man das hinbekommen kann. Scanner, Drucker, Schnittstellen, Office, Outlook-Anbindungen, das sind alles diese Themen, Herausforderungen, mit denen man halt zu kämpfen hat, wenn man seine WinForm-Anwendung ins Web bringen möchte. Zusätzliche Herausforderungen kommen dahingehend noch dazu, dass man über Authentifizierung sich Gedanken machen muss, wenn man jetzt im Web oder halt zum Beispiel auch auf einem mobilen Endgerät gerne diese Features wie Face ID, Fingerprint und so weiter nutzen möchte, oder wenn man halt auch gleichzeitig mit dem Web-Enabling ein User Interface Redesign durchführen möchte, neue Controls, neue Navigationsmöglichkeiten bieten möchte. Das sind alles Dinge, die man halt im Hinterkopf haben möchte, wenn man seine Anwendung Web-Enablen möchte. Gut,
Jetzt gibt es ein Framework, was ich Ihnen vorstellen möchte, was diese Funktionalitäten bietet. Und dieses Framework heißt WiseJ. Das gibt es schon seit mehreren Jahren und kommt von der amerikanischen Firma IST Group. Und zunächst möchte ich einmal kurz erläutern die Architektur von diesem Framework. Also wir haben logischerweise einen Server, wo die Anwendung gehostet wird, wo Ihre Anwendung, Ihre Desktop-Anwendung, nachdem sie web-enabled wurde, gehostet wird. Und wir haben den Client, wo dann im Endeffekt das User-Interface dargestellt wird in Form von HTML5, CSS und die Kommunikation zwischen beiden geschieht über WebSockets und mit komprimierten JSON. Das Framework WiseJ, das ersetzt sozusagen, wenn man sich das vorstellen möchte, System Windows Forms, in dem Sinne, dass es uns Controls bereitstellt und auch die Events, die die Controls versenden oder empfangen, für uns handelt. Weiterhin haben wir dann auf der Serverseite und halt auf der Client-Seite die entsprechenden Bereiche für Session Management, für die Ressourcen und halt auch für die Integration von Third-Party-Controls. Eine detailliertere Beschreibung zu der Architektur von WiseJ können Sie sich auch gerne morgen anschauen. Es findet eine weitere Session von Herrn Thomas Althammer von der IST Group statt zwischen 12 und 13 Uhr und heißt Rapid Web Development mit C# und WiseJ. So viel zur Architektur. Um das ganze Prinzip noch ein bisschen zu verdeutlichen, was im Endeffekt passiert, wenn Sie so eine Webanwendung betreten, noch ein paar kurze Worte oder eine kurze Beschreibung zu dem Initialisierungsworkflow von WiseJ. Dieser ist möglicherweise ähnlich auch bei anderen Frameworks dieser Art. Also der Benutzer gibt seine URL in der Adressleiste seines Browsers ein. Dieser schickt dann den Request an den Server und über die Webconfig wurde ja ein entsprechender HTTP-Händler definiert, der die Endung, in dem Fall ist die WX, verarbeiten kann. Es wird daraufhin eine entsprechende WiseJ-Session instanziert auf dem IIS. Momentan noch auf dem IIS. In einer kommenden Version von WiseJ auch sind andere Server möglich, wie zum Beispiel Apache unter Linux. Und es wird dann halt versucht, die bestehende Verbindung auf eine WebSocket-Verbindung zu upgraden. Falls dies nicht möglich ist, wird er die ursprüngliche Verbindungsform beibehalten. Und es werden die ersten Ressourcen gedownloadet. Und das ist das, was man halt auf dem Client im Endeffekt nur vorfindet. Man hat halt eine HTML-Datei mit einem DOM, der dann halt über die entsprechenden JavaScript-Funktionen verändert, manipuliert und erweitert wird. Sodass man, wenn man die Entwicklertools sich in Chrome anschaut und öffnet, im Endeffekt dann nur diese Teile sieht, die Sie jetzt hier zwischen den Punkt 3 und 4 erkennen können. Man hat eine QXJS-Datei. Das hat den Hintergrund, weil WiseJ hat das Rad nicht neu erfunden. Das heißt, WiseJ baut auf der Client-Seite, auf das Cookstu-Framework auf. Das ist ein Framework, was von 1 und 1 auch verwendet wird und somit auch eine solide Basis darstellt. Und die entsprechende WiseJ-Implementierung befindet sich dann in der WiseJ-JS-Datei. Das heißt, der ganze Code, der ganze JavaScript-Code, das Session-Handling, das Resource-Management, möglicherweise auch Ihre eigenen JavaScript-Implementierungen werden halt beim Starten der Anwendung in eine JavaScript-Datei zusammengepackt und zum Client geschickt. Weiterhin finden Sie dann halt auch noch Ressourcen, aber da möchte ich jetzt nicht weiter drauf näher eingehen, also wie Bilder zum Beispiel. Nachdem dieses Initialisierungspaket auf den Client geladen wurde, kann der Benutzer sofort mit der Anwendung arbeiten. Normalerweise hat man erstmal einen Login-Dialog, wo man sich anmelden muss und ab da beginnt dann sozusagen der Kreislauf. Das heißt, es werden Events generiert. Diese Events sind halt kritische Events oder nicht kritische Events. Wenn man jetzt an einen Button-Click denkt, ist das ein kritisches Event. Wenn man an ein Key-Down-Event denkt, ist das ein nicht kritisches Event. Man kann es aber auch kritisch machen, wenn man den Bedarf hat. Und wenn halt ein entsprechendes Event ausgelöst wird, wird dieses halt in Form von JSON zum Server geschickt. Der Server aktualisiert den Zustand der Anwendung und generiert entsprechende Deltas, wie zum Beispiel der Button ist jetzt nicht mehr blau, sondern grün, schickt diese Informationen über JSON und dieser WebSocket-Verbindung zurück zum Client und das UI wird aktualisiert. Das heißt, man hat keine kritische Business-Logik irgendwie auf dem Client rumliegen, das verweilt alles auf dem Server. Gut, so viel zur Theorie. Jetzt kommen wir gleich zur Praxis.
Wie schon erwähnt am Anfang, hoffe ich, dass ich jetzt erstmal eine Schritt-für-Schritt-Web-Enabling durchführen möchte von einem Beispiel, was sicherlich schon bekannt wird. Es gibt also ein bekanntes E-Book-Manager-Beispiel, was ich gerne Web-Enablen möchte, Schritt-für-Schritt. Und gleichzeitig oder im Nachgang möchte ich Ihnen dann auch noch zeigen, wie das Ganze auch über ein hausinternes Tool von Fächer automatisiert Web-Enabled werden kann. Was natürlich dann auch für größere Projekte eher sinnvoll ist, als halt für vielleicht einen E-Book-Manager in dem Fall. Aber es soll halt nur das Prinzip verdeutlichen. Als drittes Beispiel an dieser Stelle möchte ich gerne auf die Integration von Drittherstellercontrols eingehen. Das heißt, ich möchte Ihnen zeigen, wie man ein Third-Party-Control mit in WiseJ einbauen kann. Das heißt, man hat zum Beispiel ein Chart-Control oder ein anderes schönes Control sich in WinForm angeeignet, wenn der Hersteller dieses Controls, was mittlerweile alle Hersteller machen, eine JavaScript-Version oder halt eine HTML5-Version dieses Controls bereitstellt, dann ist es halt relativ einfach, dieses HTML5-Control in WiseJ zu integrieren und halt auch eine Kommunikation zwischen dem Control und Ihrer dann WiseJ-Anwendung zu ermöglichen. Das ist in dem Fall halt wirklich eine echte Integration. Das heißt, es gibt dann ein entsprechendes Div, welches dieses Element symbolisiert auf dem Client und nicht, wie man vielleicht denken mag, eine Blackbox im Sinne von, man hat da ein iframe und lädt dann halt eine andere Website und was völlig losgelöst ist von der eigenen Anwendung. Das wird so nicht sein. Okay, von daher switche ich jetzt einmal hoffentlich erfolgreich zu meinem Desktop zurück. Gut. Ja, genau das. Ich hoffe, das sehen jetzt auch die online. Alles klar. Dann zeige ich einmal die WinForm-Anwendung zur Laufzeit. Also wir haben hier den E-Book-Manager, wir haben unsere Storage Spaces, wir haben die Möglichkeit, E-Books anzeigen zu lassen. Wir haben auch in dem Beispiel zum Beispiel auch die Möglichkeit, über ein Key-Down-Event den Titel zu ändern. Das ist halt alles mit dieser Anwendung möglich. Wir haben einen modalen Dialog, um E-Books entsprechend auch hinzuzufügen. Okay, fangen wir an. Was machen wir als erstes? Als erstes habe ich, um wirklich zu zeigen, wie einfach es ist, so eine Anwendung zu web-enablen, mir ein leeres Projekt genommen, habe einfach nur ein über das Projekt-Template von WiseJ ein leeres Projekt erstellt und das mir hier abgespeichert, weil da dieses Projekt enthält alles, was wir benötigen, zumindest halt um unsere WinForm-Anwendung zu web-enablen, im Sinne von Projekttypen. Gut, dann haben wir hier den E-Book-Manager. Den kopiere ich jetzt erstmal in meinen globalen Buster-Output-Folder. So. Anschließend möchte ich die CS-Project-Datei öffnen. Einmal von dem E-Book-Manager und einmal von meinem WiseJ-Projekt. So. Das Ganze noch ein bisschen schön. So, gut. Was brauchen wir jetzt? Wir brauchen die Projekt-Type-Read, damit Visual Studio damit was anzufangen weiß. Wir wollen natürlich jetzt eine Library haben als Output-Type und keine Executable mehr. In dem Zuge führe ich auch gleich mal ein Upgrade durch auf die aktuelle .NET-Version. Und anschließend nämlich diesen ganzen Bereich, der halt definiert, dass ich erstmal gerne den IIS Express verwenden möchte und kopiere das mir hier rüber. So. Der Rest in dem Bereich kann erstmal so bleiben. Am Ende gibt es natürlich noch die entsprechende Definition für den IIS. Das heißt, wir haben hier einmal die Web-Targets, wir haben den IIS, die IIS-Konfiguration und das schiebe ich jetzt einfach erstmal hier darunter. Gut, das war in dem Bereich oder für CS-Project-Datei war es das jetzt erstmal. Jetzt kommt noch der Teil hinzu, was webspezifisch ist. Sprich, eine Webanwendung braucht aktuell zumindest immer noch, wenn sie unter dem IIS deployed wird, eine Web-Config. Das heißt, die haben wir hier. Und als
Einstiegspunkt braucht halt, weiß Jay, so eine Art Bootstrapper in Form von einer HTML-Datei, welche geladen wird und am Anfang einfach nur die entsprechende, weiß Jay, JavaScript-Datei lädt. Das können wir uns auch gerne gleich angucken. Und es wird eine JSON-Datei benötigt, nämlich die Default JSON. Ich habe schon Frameworks gesehen, wo halt relativ viel Konfiguration in der Web-Config passiert. Hat Vor-, hat Nachteile. Ein Nachteil, wie ich empfunden habe, ist, wenn man da irgendwas geändert hat, hat sich der komplette IIS verabschiedet, denn sobald man an der Web-Config was ändert und das speichert, wird der IIS-Prozess erstmal neu gestartet. Das ist nicht der Fall, wenn man das halt in so einer externen Konfigurationsdatei macht. Und deswegen gibt es halt hier diese in Form von der Default JSON. Diese kopiere ich jetzt noch mit rüber. Okay, dann können wir das auch schon wieder schließen und die Solution öffnen. Okay, es gibt zumindest schon mal keinen Fehler, dass wir irgendwas beim Merchen falsch gemacht haben oder dass ich irgendwas falsch gemacht habe. Als erstes möchte ich die entsprechenden Dateien noch inkludieren und anpassen. Wir haben jetzt hier, um es mal einmal zu zeigen, genau, also wie ich schon gesagt habe, es gibt einfach nur diese Zeile, ist halt wichtig, um halt die WiseJ-Runtime, das WiseJ-Framework auf dem Client zu initialisieren. Gut, wir geben natürlich dem Ganzen auch noch ein Title, der dann oben sozusagen auch im Browser-Tab angezeigt wird. Dann müssen wir das Ganze noch, also das ist sozusagen diese Konfigurationsdatei für WiseJ mit einer relativ ausführlichen Dokumentation. An der Stelle müssen wir halt definieren, was wir als Einstiegspunkt nutzen wollen. So, das habe ich nämlich schon mal hier vorbereitet. Genau, hier. Also man hat mehrere Möglichkeiten, in eine WiseJ-Anwendung zu starten, zu betreten. Man kann entweder eine Methode festlegen, wie ich das jetzt hier mache, die ausgeführt wird, welche eine Form zum Beispiel anzeigt, oder man kann auch gleichzeitig eine Startup-Form definieren, also ein Main-Window oder eine Startup-Methode, wie das hier oben definiert ist. Das Pattern ist dabei nicht so, sondern man hat halt den Namespace-Namen, den Klassennamen und den Methodennamen und dann als letzter Parameter muss dann halt der Assembly-Name angegeben werden. Gut, dann möchten wir natürlich erstmal das WiseJ-Framework referenzieren. Das machen wir über ein NuGet-Package, also man kann WiseJ auch über NuGet installieren. Da brauchen wir zum einen das WiseJ 2. In der Version, ich installiere es jetzt mal in der Version, wo ich weiß, dass es funktioniert. Und dann brauchen wir noch ein NuGet-Package für den Designer. Denn WiseJ bietet halt auch einen Pixel-Perfect-Designer, wird er genannt. Und dieser ist meiner Meinung nach sehr mächtig und bietet auch noch viele zusätzliche Funktionalitäten im Vergleich zu dem Standard-Windows-Designer. Aber das werden wir uns dann auch anschauen. Okay, nachdem wir die Referenzen ausgetauscht haben, beziehungsweise hinzugefügt haben, beginnt die eigentliche Arbeit jetzt, weil das war jetzt ja noch einfach. Da kann man sich ja schnell ein Tool schreiben, was das für einen erledigt. Als nächstes müssen wir natürlich erstmal System Windows Forms austauschen gegen WiseJ Web. Das heißt, wir müssen System Windows Forms kann zwar drinnen bleiben als Projektreferenz, aber wir wollen natürlich WiseJ Controls haben und keine WinForms Controls. So, das habe ich entsprechend einmal vorbereitet, indem ich jetzt einmal hier rüber. Das System Windows Forms austausche gegen WiseJ Web.
Gut, und jetzt beginnen auch schon die Compiler-Fehler aufzupoppen, wenn man jetzt mal hier reinschaut und in der beginnen wir in der Programm-CS. Gut, das kann man natürlich jetzt ganz einfach fixen. Ich hatte ja gesagt, wir brauchen eine Funktion, eine Startup-Routine, die ausgeführt wird. Das ist halt die Main, die wir in der Default.js definiert haben. Und in dem Fall zeigen wir einfach nur das Form an. Das heißt, das können wir auskommentieren, das wird nicht mehr im Web benötigt. Und wir zeigen einfach nur unser Form an. So, kompilieren wir das Ganze mal. Falls Sie sich wundern, warum ich jetzt nur dieses eine Projekt bearbeite, in den anderen Projekten sind keine visuellen Informationen, welche wir Webman enablen müssen. Deswegen können wir die außen vor lassen. Also falls Sie Projekte haben bei sich, die halt keine System Windows Forms Referenz haben oder Controls daraus verwenden, dann brauchen die natürlich nicht anfassen, sondern halt nur die, die halt fürs Web umgebaut werden müssen. Wenn Sie natürlich irgendwelche Logik haben, die im Web nicht mehr funktioniert, wie Dateizugriff oder Statics, dann müssen die natürlich auch angepasst werden. Aber in diesem einfachen Beispiel verzichten wir erstmal darauf. Okay, es gibt jetzt hier eine Änderung, dass jetzt das Icon ein Image ist. Das heißt, wir können schauen, ob wir das entsprechend beheben, indem wir sagen, wir rufen einfach diese Funktion auf und somit ist das auch behoben. Dann gibt es so gewisse andere Compiler-Fehler, die wir auch erstmal für den ersten Schritt auskommentieren können. Es gibt gerade was so visuelle Themen angeht, gibt es nicht zwangsweise immer aktuell ein Gegenstück in WiseJ, aber es ist natürlich möglich, dieses nachzuimplementieren. So. Gibt es hier noch so ein paar Shortcuts, die ich mir ausgedacht habe. Gerade was so dieses Use Visual Style Backcolor angeht, wird im Web nicht mehr benötigt. Alles, was mit Design zu tun hat, mit Styles, mit Color, mit Font, das sind Sachen, die werden in WiseJ über einen eigenen Theme-Editor gehandelt, den wir auch noch uns anschauen werden. So, sieht doch schon mal gut aus. Jetzt haben wir nur noch 4 Compiler-Fehler. Color Death können wir auskommentieren. Hier nochmal so ein Height Selection. Tile Size wurde geändert, um eine Namenskonvention beizubehalten zu Item Size. Und hier ist nochmal so ein Kompatibilitäts-Property. Okay, Compiler-Fehler sind behoben. Projekt ist kompilierbar. Dann starten wir doch mal und gucken, ob wir unseren E-Book-Manager schon web-enablen konnten. Ja, es sieht so aus. Also das Frontend konnten wir jetzt relativ einfach web-enablen über diese Schritte, die wir jetzt durchgeführt haben, über diese Ersetzungen im Endeffekt. Mehr war es ja nicht. Wir haben trotzdem hier weiterhin die Funktionalität gegeben. Das heißt, die Kommunikation zwischen Client und Server funktioniert auch. Wir haben, da das Ganze jetzt ja geschickt eingefädelt wurde, auch die Möglichkeit, die E-Books zu öffnen, da ich sie über eine Netzwerkfreigabe eingebunden habe. Aber das geht natürlich nur, weil es bei mir lokal installiert ist oder gerade am Laufen ist. Und jetzt kommt natürlich die Frage, geht dann halt auch das Keydown? Auch das Keydown-Event funktioniert. Weiterhin haben wir auch die Möglichkeit, modale Dialoge anzeigen zu können. Wir haben die Dropdown-Boxen, wir haben Daytime-Picker-Controls. Was wir natürlich noch nicht haben, das ist so ein Teil, der natürlich dann umgebaut werden muss. Wir können jetzt natürlich nicht auf das Filesystem auf dem Server zugreifen, weil das wäre es ja im Endeffekt, wenn wir jetzt einen File-Open-Dialog aufrufen, würde der auf dem Server Dateisystem zugreifen. Aus Sicherheitsgründen ist das natürlich ein bisschen heikel. Es lässt sich auch bewerkstelligen, dass man auch den schön C von dem Server listen oder auflisten könnte, aber per Default ist das natürlich erstmal nicht möglich. Das sind so Themen, da könnte man jetzt überlegen, das über einen File-Upload-Dialog zu öffnen. Das heißt, es würde dann ein ganz normaler Open-File-Dialog, wie man ihn halt kennt, geöffnet werden. Oder man macht per Drag-and-Drop seine PDF auf
den leeren Bereich und lädt es dann hoch zum Server und speichert das dann auf dem Server, auf dem Blob Storage oder direkt auf dem Server im Filesystem ab. Das ist jetzt dann aber dann in Verantwortung des Web-Enablings bzw. des Umbaus der WinForm-Funktionalität. Okay, es ist jetzt natürlich ein Window, ein Fenster. Ein Fenster in einem Fenster im Web. Sieht jetzt erstmal nicht so schick aus. Von daher würde ich an dem Teil jetzt gerne noch was ändern wollen, was optimieren wollen. Somit schließe ich das Ganze einmal und öffne jetzt den Designer für dieses Form und möchte gerne das Form zum einen maximiert darstellen, damit halt wirklich alles ausgefüllt wird und ich nicht ein Form in ein Form habe. Und zum anderen möchte ich das Ganze dann auch entsprechend als borderless darstellen. Dazu hier einmal der Designer schon mal. Und jetzt möchte ich diese beiden Properties, Window State und Form Border Style, entsprechend anpassen. So, das wird sozusagen gleich im Designer reflektiert, diese Änderung. Und wenn wir jetzt über das Stichwort Resizing nachdenken oder UI Redesign, dann möchte ich gleich an diesem Zug auch noch ein Feature zeigen, welches es uns ermöglicht, die UI zur Laufzeit zu verändern. Dafür gibt es entsprechende Properties, die von dem Framework bereitgestellt wird. Und in dem Fall möchte ich gerne die Properties Resizable Edges zeigen oder aktivieren. Das heißt, ich kann definieren, welche Ecken resizable sind. Und was ich persönlich auch richtig gut finde, das Property Movable. Das heißt, ich kann das Control innerhalb seines Containers bewegen mit der Maus. Und das kriege ich halt einfach so geschenkt. Gut, starten wir das einmal. So sieht unsere angepasste Darstellung aus. Die einzelnen Punkte sind ja bekannt, nur halt jetzt alles maximiert und ohne Rahmen. Jetzt schauen wir uns an, was ich hier noch eingebaut habe. Also diese Movable-Funktionalität erlaubt es, die Controls entsprechend zu neu positionieren und ich kann sie halt resizen. Das ermöglicht einen natürlich relativ wilde Features, die man denn einem Kunden bieten kann, indem man halt sagt, okay, hier hast du das Form, bau es so, wie du das gerne hättest, wie es deinem Workflow eventuell am besten gefällt. Ich persistiere die Informationen für dich auf der Datenbank und beim nächsten Betreten der Form wird alles wieder so dargestellt, wie du dir das zurechtgezogen hast. Nur so als Szenario, als Beispiel. Okay, als nächstes möchte ich noch darauf eingehen, dass halt WiseJailed auch eine Stateful-Applikation ist. Das heißt, nicht wie bei anderen Frameworks muss man jedes Mal sicherstellen, dass man wieder den Stack recovert, wenn man halt einen Roundtrip zum Server gemacht hat. Um das Ganze mal zu demonstrieren, gehe ich jetzt einfach mal auf eine x-beliebige Seite, in dem Fall halt mein standard täglich verwendeter Google Translator. Und solange die Session auf dem Server am Leben ist, das heißt, man hat auf dem Server einen Session Timeout auf dem IIS, wie eigentlich auch schon bekannt, solange ist es halt auch möglich, für den aktuellen Browser-Tab wieder die Session zu betreten, an der Stelle, wo man sie halt verlassen hat. Das heißt, es wird in dem Browser-Storage für das Tab eine Session-ID gespeichert, die dann halt bei einem erneuten Aufbau der Verbindung zum Server geschickt wird und es wird dann halt die aktuelle Session vom Server recovered. Okay, das wäre jetzt der manuelle Weg, so eine WinForm-Anwendung ins Web zu bringen. Wie wir unschwer erkennen können, hatten wir gerade mal ein, zwei Forms, die wir jetzt web-enabled haben. Wenn wir jetzt uns aber darüber nachdenken, okay, ich habe vielleicht 500.000 Forms oder genauso viele Projekte, die ich web-enablen müsste, ist das natürlich ein Aufwand, wo man dann in dem Bereich kommt, man könnte es auch neu schreiben. Von daher möchte ich jetzt als nächstes dieses Tool zeigen, was wir entwickelt haben, um diesen Prozess halt zu automatisieren, um halt nicht alles manuell machen zu müssen. Okay, dazu schließe ich erstmal ein bisschen was. So. Das heißt, dieses Tool heißt WinFormPorter. Der WinFormPorter
ist Workspace basierend. Das heißt, alle Informationen, die man jetzt hier festlegt für eine Solution, werden in einer XML-Datei in einem Workspace gespeichert. Man hat die Möglichkeit, einen bestehenden Workspace zu laden, das Framework zu ändern, die Projekte auszuwählen, die wir halt web-enablen möchten. Wie schon erwähnt, brauchen wir nur den E-Book-Manager direkt und nicht die Helper und die Engine-Projektdatei. Wir haben die Möglichkeit, Transformationen durchzuführen. Das heißt, all das, wo wir schon wissen, dass es halt Compilerfehler verursacht, weil es im Web nicht unterstützt wird, können wir halt hier schon von vornherein sagen, okay, kommentiere mir das bitte aus und markiere mir das aber halt mit einem Kommentar, sodass ich dann im Nachgang noch weiß, was hast du denn für mich geändert, sodass ich dann eventuell das manuell noch nachbessern könnte oder halt implementieren könnte. Also wir hatten ja dieses Color Depth, wir hatten die Tile Size, die Height Selection. Das kann von vornherein schon erstmal auskommentiert werden. Das Ganze funktioniert nicht nur für Properties, sondern halt auch für Methodenaufrufe. Wir hatten in der Main, in der Programm-CS, diese Application-Aufrufe, die ja so nicht mehr benötigt werden. Das kann alles entsprechend hierüber konfiguriert werden und dann entsprechend auch ausgeführt werden bei der Transformation. Weiterhin haben wir die Möglichkeit, eine Implementierung für die Statics einzubauen. Also das heißt, wir wollen ja die Statics an die Session binden. Es gibt bereits eine Implementierung, die sich schon in sehr vielen Projekten bewahrheitet hat oder Erfolg gezeigt hat, dass man halt die Informationen der Static-Variablen in der Session speichert. Und diese Implementierung befindet sich hier in einer Fächer-Foundation, die auch halt von uns entsprechend entwickelt wurde. In dem Fall möchte ich sie als Assembly-Referenz einbinden. Aber diese Implementierung speichert die entsprechenden, also es wird ein Umbau im Code durchgeführt, sodass halt die Static-Information in die Session gepackt wird. Das kann man hier halt auch mit eingeben, wenn man das braucht. Wenn nicht, kann man es auch einfach weglassen. Als nächstes gibt es noch die Möglichkeit, Third-Party-Controls direkt hierüber zu ersetzen. Also das heißt, man kann hier sagen, ich möchte jetzt zum Beispiel, ich habe einen Chart-Control bei mir in der Windows-Anwendung, der WinForm-Anwendung, und ich möchte das gegen ein Widget austauschen, was zum Beispiel auch schon von WiseJ mitgeliefert wird. Also WiseJ hat sehr viele Widgets, die halt schon vorgefertigt sind. Also Widget in dem Sinne bedeutet, es wurde bereits die Schnittstelle zwischen dem JavaScript-Code, welcher dann von dem Dritthersteller-Control bereitgestellt wird, und dem kleinseitigen Teil von WiseJ, sowie dann halt sozusagen auch den serverseitigen Teil von WiseJ und zum C-Sharp gebaut für Sie. Das bietet halt WiseJ über GitHub an. Das heißt, es gibt hier sehr viele Extensions, die schon frei verfügbar sind. Das heißt, man kann diese benutzen und sogar erweitern. Falls Bedarf besteht, kann auch jedes andere Third-Party-Control eingebunden werden. Was noch nicht hier in dieser Liste zu sehen ist und wie das funktioniert, werde ich dann in einem im übernächsten Teil zeigen. Okay. Beim WinForm-Porter waren wir. Wenn man dieses Widget schon hat, diese Assembly, dann kann man hier halt auch schon angeben, okay, wenn ich jetzt das Chart, wenn du das Chart-Control findest, das Chart-Control in meiner Anwendung, ersetze es durch MyChart-Control zum Beispiel. Und wobei das MyChart-Control dann meine web-enabled Version, also meine Web-Version von dem Chart-Control ist. Das lässt sich halt hier definieren. Okay, weiterhin gibt es noch die Möglichkeit, über den WinForm-Porter Add-ons zu spezifizieren, je Projekt. Das heißt, es gibt so eine Art Template-Muster, welches zur Verfügung gestellt wird, wo man dann auch als Kunde selber definieren kann, was möchte ich noch zusätzlich zu dem, was der WinForm-Porter schon für mich macht, zu meiner Anwendung hinzufügen. Wir erinnern uns an den Windows-State, den ich geändert habe, und an die Form-Border-Style. Wenn ich sage, okay, das möchte ich aber gerne für alle Forms haben, dann kann ich das über ein Template, über dieses Add-on-Template, was von uns bereitgestellt wird, dort das einbauen, um zu sagen, also es wird im Endeffekt Roslyn genutzt, um über den Syntaxbaum zu traversieren, und wenn dann halt die entsprechenden Stellen gefunden werden, wird dann der definierte Code dort eingefügt. Mal ganz einfach erklärt. Und das lässt sich halt hierüber auch bewerkstelligen, diese Add-on-Funktionalität. Okay, dann würde ich mal vorschlagen, versuchen wir mal unser Glück und web-enablen automatisiert den E-Book-Manager. So, natürlich habe ich vergessen zu sagen, wo er das hinpackt. Er packt das alles wieder in meinen globalen Output-Ordner. Und zwar hier in den E-Book-Manager-Web.
So, ich hoffe, der ist fertig. Okay, jetzt bin ich mal mutig und drücke einfach nur mal auf Starten. So, und es hat funktioniert. Also das gleiche Beispiel, was wir vorhin manuell Web enabled haben, die ganzen Schritte, die ich manuell durchgeführt habe, wurden in dem Fall jetzt hier automatisiert durchgeführt. Inklusive halt die Add-on-Thematik, dass man halt das gleich maximiert anzeigt und borderless. Okay. Ja, die Frage, die ich mir jetzt gerade stelle, wie viel Zeit habe ich denn noch? Am Anfang wurde ja Zeit genommen. Bleibt es bei der vorgegebenen Stunde? Bleibt dabei, okay. Dann muss ich einmal kurz überlegen, was ich dann jetzt noch zeigen kann. Was Sinn macht zu zeigen. Also ich kann noch mal kurz anreißen. Es gibt den WiseJ Theme Builder. Das hätte ich auch gerne jetzt an einem sehr ausführlichen Beispiel erklärt, aber wie Sie selber wissen, fehlt mir die Zeit. In diesem Theme Builder habe ich halt die Möglichkeit, links habe ich meine ganzen Controls, links oben und links unten habe ich die Möglichkeit, die entsprechend halt zu ändern. Wenn ich jetzt hier in einem Preview ein Control anklicke, dann wird das entsprechend links selektiert und ich kann dann über CSS und halt auch Properties mein Design ändern. Ich habe die Möglichkeit, wenn wir uns jetzt unseren E-Book Manager anschauen, meine Anwendung, die ich web-enabled habe, also meine WinForm-Anwendung, kann ich hier on the fly redesignen über diesen Theme Builder. Ich habe die Möglichkeit, aus vordefinierten Themes mir eins auszusuchen, das anzupassen, wie ich das gerne möchte und dann entsprechend das abzuspeichern. Was dann im Endeffekt natürlich dann in die Anwendung noch eingebunden werden muss, was ich jetzt als nächstes zeigen möchte. Das heißt, nachdem ich jetzt mein Theme mir erstellt habe, muss ich in dem Ordner, in dem sich sozusagen die Webconfig befindet, das Theme dann auch entsprechend einbinden. Das heißt, ich erstelle einen Themes-Ordner, packe das Theme hier rein und was ich dann nur noch machen muss, ist in der Default-JSON oder in der Webconfig meine Anwendung zu sagen, okay, nutzt doch bitte dieses Theme. Also wie wir jetzt hier schon vielleicht vorhin gesehen haben, ja, so kann man hier unten dann halt sein eigenes Theme hinterlegen, was dann auch entsprechend herangezogen wird. Und man muss halt nicht die Webconfig dazu benutzen. Okay. Dann wäre jetzt noch als nächstes die Widget-Integration. Nehmen wir das Beispiel. Das heißt, ich möchte Ihnen jetzt gerne zeigen, wie man ein Third-Party-Control, in dem Fall habe ich mich für das Celeric-Control, das Rating-Control entschieden, in WiseJ integriert. Das heißt, im Endeffekt möchte ich gerne, oder am Ende möchte ich gerne, dass dieses Control in meiner WiseJ-Anwendung eingebunden wird und ich halt auch damit interagieren kann. So, das habe ich hier. Ich würde das gerne jetzt am Code erläutern wollen, was dazu notwendig ist. Wir brauchen im Endeffekt erstmal die Packages. Also man bekommt ja von dem Anbieter die Information, okay, welche Packages brauchst du, um halt dieses Control von mir zu verwenden. Da ich in dem Beispiel zwei Controls gewrappt habe, habe ich mir eine Basisklasse erstellt, die nur einmalig sozusagen diese Packages einbindet. Ah, jetzt hat er sich. So, das ist sozusagen das Celeric Can-Do Beispielklasse. So, das heißt, wenn ich ein Widget brauche oder implementieren möchte, erstelle ich eine Klasse Erbe von Typ Widget ab, WiseJ Web Widget.
überschreibe halt entweder das Property Packages oder ich kann das Ganze halt auch einfach über den Designer hinzufügen. Es gibt entsprechende Designer, die, wo man halt die Packages definieren kann. Braucht halt einen Namen und die Source. In dem Fall habe ich mich für den CDN-Source entschieden, um halt die CSS-Informationen und diese All-JS-Informationen dort abzugreifen. Als nächstes neben diesen Packages brauche ich die eine InitScript-Funktion oder ich habe ein InitScript-Property, welches ich überschreiben kann. Das kann ich entweder halt auf diese Art und Weise machen, indem ich es in einer externen JavaScript-Datei entwickle und dann einfach in die, über diese Funktion einbinde. Oder ich kann das halt auch über einen Designer machen. Gut, das ist, haben wir das CanDoWriting. Diese JavaScript-Datei enthält eine Init-Funktion, welche im Endeffekt nur das macht, was man halt auf als Dokumentation von dem Dritthersteller bekommt. Sprich, ich instanziere mir so ein CanDoWriting-Control, sage, ich möchte mich auch gerne, ich möchte das Change-Event gerne abonnieren und wenn das halt ausgelöst wird, möchte ich ein Widget-Event losschicken. Das Widget-Event ist jetzt sozusagen ein WiseJ-Event. Und dann möchte ich auf diese Instanz den Wert Value auf 3 schon mal setzen. Ich füge mich, attache mich zum Resize-Event und ich habe hier noch eine Update-Funktion, weil ich ja, wenn ich über WiseJ eine Aktualisierung an das Widget schicken möchte, das ja dann auch irgendwie dem Widget mitteilen möchte. Deswegen gibt es hier auch noch die Update-Funktion, welche, wie hier oben ja schon zu sehen ist, die Value-Funktion benutzt, um den Wert des Controls zu setzen, des Rating-Controls. Das wäre eigentlich alles, was wir clientseitig benötigen, um dieses Rating-Control zu initialisieren. Man hat die Möglichkeit, das entweder auf diese Art und Weise zu machen, wie ich das jetzt getan habe, indem ich die schon hier Min, Max und so weiter hier definiert habe. Aber ich habe halt hier auch einen Options-Parameter. Das heißt, ich habe in WiseJ auf der Serverseite im C-Sharp-Code eigentlich 2 Funktionen, die ich unbedingt brauche, um so ein Widget zu bedienen. Ich brauche die On-Web-Render. Da gebe ich sozusagen diese Options mit, um dem Control zu sagen, okay, was sollst du mir anzeigen, welchen Min, welchen Max hast du, welches Event sollst du dich attachen, das kann ich über die Options mitgeben, das ist die On-Web-Render-Funktion, das ist basiert halt alles über dynamische Objekte auf dem Server, also halt im WiseJ in C-Sharp und die On-Web-Event-Funktion, die wir uns jetzt gleich, oder besser gesagt jetzt anschauen werden. Die ist der Einstiegspunkt, wo ich diese ganzen Events vom Client bekomme, sprich, wenn ich jetzt hier den Wert des Controls ändere, wird das Change-Event an den Server geschickt mit dem neuen Wert. Und da steige ich jetzt auch einmal ein. Das heißt, das wäre jetzt hier dieses OnWeb-Event, wo ich halt über so ein Parameterkonstrukt abfragen kann, ob es das Change-Event ist. Wenn es das Change-Event ist, dann raise mein serverseitiges Event an meine Anwendung, um diese zu informieren, dass sich jetzt der Wert des Controls geändert hat. Also das ist halt rein C-Sharp. Denn wenn ich mir mein Beispiel anschaue, wäre das im Endeffekt sozusagen dieses Event, welches ich jetzt dann abonniert habe. Das können wir uns auch gerne mal anschauen. So, also normalerweise wird jetzt hier das Control angezeigt, aber scheinbar gibt es da einen Fehler. Normalerweise, also das signalisiert WiseJ, indem man links oben da dieses Zeichen hat, dass halt im JavaScript-Code irgendwas falsch ist, aber wahrscheinlich, weil hier oben diese komische Fehlermeldung noch auftaucht. Und man sieht diese Controls auch schon zur Designzeit. Das heißt, die werden hier auch angezeigt, nur halt in diesem Fall nicht. Aber ich habe jetzt hier mein CanDoWritingControl, rechts daneben ist noch ein Scheduler-Control. Und hier wäre das Rating-Update. Gut, ich starte das einmal. Also ich habe jetzt, um die Kommunikation zu zeigen, einmal hier so ein Numeric Up-Down-Control und halt dann halt dieses Rating-Control. Wenn man sieht, wird die Information zum Server geschickt, es wird das Numeric Up-Down-Control geupdatet und das gleiche geht halt auch, wenn ich das wieder sozusagen von dem WiseJ-Control zu dem Rating-Control schicke. Okay. Als letztes möchte ich dann noch zeigen, dass es auch möglich ist, eine WiseJ-Anwendung, da muss ich jetzt mal ein bisschen überspringen, man kann eine WiseJ-Anwendung auch weiterhin als eine Desktop-Anwendung betreiben. Das heißt, es gibt da
eine Extension von WiseJ, von der ISTE Group, welches ermöglicht, die web-enabled WinForm-Anwendung oder generell jede WiseJ-Anwendung auch als Executable auf einem weiterhin FAT-Client zu betreiben. Hat natürlich mehrere Möglichkeiten, mehr als wenn man sie in einem Browser öffnet, denn man hat ja die Möglichkeit, auf die Ressourcen des Clients, des FAT-Clients wieder zuzugreifen. So, jetzt versuche ich das noch einmal zu präsentieren. Also es gibt da so vorgefertigte Executables, die man runterladen kann für verschiedene Browser-Instanzen. Also man kann entscheiden, ob man jetzt gerne seine Anwendung in einem Edge-Browser starten möchte. Dann hat man natürlich eine Größe von 800 Kilobyte. Und wenn man aber den Chrome-Browser nutzen möchte, dann hat man natürlich ein Chromium mit dabei, was entsprechend Platz benötigt oder halt die Größe erklärt. So, das Ganze muss dann im Endeffekt nur an der Stelle kopiert werden, wo sich die Web-Config befindet. Dann kann man das starten. Also es gibt jetzt hier dieses Ovin Katana wird da genutzt, um dann halt die WiseJ-Anwendung intern zu hosten und dann halt als Executable auszuführen. So. Da ist unsere Anwendung jetzt halt auch als Executable. Und wie man erkennen kann, funktionieren halt auch diese. Es wird halt sofort der Adobe genommen, um die PDF zu öffnen und nicht wie, als ich diesen Chrome geöffnet habe, wurde ja der interne Chrome-PDF-Viewer genutzt. Okay, weiterhin geht halt auch modaler Dialog. So, und das mit dem Edge schenke ich mir jetzt erstmal. Läuft genauso, ist dann aber halt ein bisschen kleiner. Okay. Dann würde ich jetzt zur letzten Folie kommen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich entschuldige mich für den holprigen Start und für die Kürze der Präsentation, aber ich hoffe, ich konnte Ihnen das Web-Enabling etwas näher bringen. Jetzt würde ich gerne mich über Fragen freuen und hoffe, es kommen welche. Falls es Fragen hier bei Publikum gibt, gerne können Sie fragen, weil bei Chat gibt es bei mir jetzt keine Frage gemeldet. Bitte. Es läuft auch schon auf .NET 5, .NET 6. Das ist, also aktuell sind wir bei WiseJ 2.5 und ab WiseJ 3 gibt es das dann halt auch schon für die neueren Frameworks. Das müssten 1 bis 4 Megabyte sein. Also es gab eine Analyse von Herrn Holger Schlichtenberg, der hat glaube ich irgendwas mit 4 Megabyte gesagt. Und wenn es komprimiert ist, ist es dann weniger. Also ist nicht groß. Es ist halt wirklich eine JavaScript-Datei, die dann runtergeladen wird und mehr nicht. Entschuldigung? WPF? Ich glaube nicht, nein. Das ist jetzt nur für WinForm, Web Enabling. Ja. Okay. Da war noch eine Frage? Es gab in der Vergangenheit eine Alternative, die nannte sich Visual Web GUI, aber die gibt es, glaube ich, schon seit 6, 7 Jahren nicht mehr. Und ansonsten gibt es mir, so wie WiseJ arbeitet, ist mir nichts bekannt, ob es Alternativen gibt. Es gibt ja dieses Blazor, aber das arbeitet ja dann einen Ticken anders und auch teilweise auch mit einem virtuellen DOM, so wie ich mich recht erinnere. Das ist ja gar nicht der Fall. Hier hat man wirklich den DOM auf dem Client und nicht auf dem Server. Und es werden halt wirklich nur über diese WebSocket-Verbindung die Deltas und halt die JSON-Pakete ausgetauscht. Das hätte ich Ihnen gerne noch gezeigt, kann ich ja gerne im Nachgang noch am Stand präsentieren, wenn Sie das gerne sehen möchten. Aber sonst ist mir nichts bekannt, kein Framework, also zumindest Stand heute. Okay. Ja. Also Basis ist immer WinForms. Klar, man kann das Ganze auch neu entwickeln mit WiseJ, aber das ist ja sicherlich nicht das. Komponenten auch für irgendwas anderes existiert.
da ja im Endeffekt so ganz, ganz oben in der Basis von WiseJ gibt es dann halt noch einen Kern, was sozusagen dieses WinForms verwendet. Deswegen, wenn jetzt Microsoft es schafft, dann auch sein WinForms auf Core oder halt .NET 5, 6 zu bringen, dann ist dann halt auch WiseJ auch in der Lage, das dann final auch diesen Schritt zu gehen. Wobei es da jetzt auch, da WiseJ ja losgekoppelt ist mittlerweile und auch unter Linux läuft. Darf ich dir auf die Entwickler verweisen? Die Entwickler sitzen auch hinten im Raum, mit denen kann man sich dann im Nachgang noch unterhalten. Okay, dann, wenn keine weiteren Fragen sind, vielen Dank für Ihre Zeit und viel Spaß noch auf der WASDA.